Mein Name ist Jörg Buschmann, ich bin 41 Jahre alt, bin in Werdau geboren, aber in Grimmitschau groß geworden. Ich bin leidenschaftlicher Grimmitschauer, freue mich hier in der Region zu leben. Habe an der BA Glauchau mein Studium beendet und bin seit 2015 Geschäftsführer der Eispiraten Grimmitschau. Aktuell leite ich die Eispiraten Grimmitschau. Wir sind in große Themen eingestiegen. Ich war normalerweise 2015 nur geplant, die Eispiraten zu entschulden und das mal 1, 2, 3 Jahre zu führen. Aus den 3 Jahren sind mittlerweile 9 Jahre geworden und bin stolz darauf, die Eispiraten dahin geführt zu haben, wo wir sind aktuell. Wir haben dieses Jahr den Platz 3 erreicht in der Hauptrunde und sind tatsächlich bis in das Halbfinale gestartet, was für so eine kleine Stadt im ländlichen Raum mit einer kleinen Infrastruktur nicht selbstverständlich ist. Und darauf sind wir extrem stolz hier in der Region. Meine Good News für Sachsen sind, dass wir dieses Jahr über 100.000 Besucher bei uns im schönen Kunsteisstadion in Grimmitschau im Sahnpark begrüßen durften. Das war für uns unglaublich. Das war ein Riesenereignis, Erlebnis, die Leute bei uns im Stadion begrüßen zu können. Wir haben tolle Aktionen dieses Jahr durchgeführt. Wir haben ein Eispiratendorf durchgeführt. Das heißt, wir haben insgesamt 7 Dörfer unter einer Challenge gestellt. Und unser kleinstes Dorf, Gösau, hier in der Nähe von Grimmitschau, war der Sieger aus der Partie und bekommt dieses Jahr 2024 eine tolle Dorfparty von den Eispiraten ausgestattet. Mit tollen Aktionen, mit Kinderanimationen, mit einem coolen DJ. Wir haben dieses Jahr 20 Jahre Bärenherz unterstützt mit einer total coolen Aktion. Wenn wir neben mich schauen, da ist ein Trikot, mit dem unsere Jungs dieses Jahr gespielt haben. Wir haben auf den Originaltrikots einen weißen Eispirat integriert und wir werden jetzt 24 Trikots an soziale Standorte, Projekte schicken, wie Kindereinrichtungen, aber auch Firmen, Partner, Sponsoren von uns aus der Wirtschaft, Schulen. Wir haben sehr viele Schulprojekte, da komme ich gleich nochmal drauf. Werden die da hinschicken, dann die Kinder und Erwachsenen bekommen die tolle Aufgabe, den Eispirat bunt zu bemalen. Dann gehen die einmal retour zu uns und dann versuchen wir, die Trikots zu versteigern und natürlich die höchste Summe aus der Versteigerung für uns zu gewinnen, für das Bärenherz zu gewinnen. Wir haben noch ein Unternehmen, ein regionales Unternehmen mit Kinder für Kinder, die ganze Summe verdoppeln und unsere Zielsumme liegt bei insgesamt 30.000 Euro, um im Nachgang ein extrem schönes Elternzimmer im Bärenherz auszustatten und das zu unterstützen, das Projekt. Weiterhin Good News sind, wir haben insgesamt 33 Partnerschulen jetzt, die wir betreuen. Wir von Grundschule bis hin zur Oberschule und unterstützen da die Kids in Bewegung, in Aufklärung. Also wir machen auch viele Aufklärungsthemen. Wir gehen in die Schulen rein, gerade Thema Cybermobbing, wie verhalte ich mich in gewissen Situationen. Und da wollen wir einfach die Region unterstützen, nicht nur das Land Sachsen, sondern auch länderübergreifend Thüringen und Sachsen-Anhalt, die bei uns angrenzen, unterstützen wir da. Und somit haben wir natürlich auch immer Good News für unsere Landesnachbarn. Wir unterstützen bilinguale Projekte auch Richtung Tschechien, also das heißt gerade hinter Chemnitz ins Erzgebirge, was auch eine sehr schöne Region ist, unterstützen wir sehr viel, haben da dieses Jahr auch in Vogtland eine tolle Aktion durchgeführt. Wir haben an der Skischanze das erste Hockey-Outdoor-Dribble in Sachsen und überhaupt in Deutschland, vermutlich auch auf der ganzen Welt stattfinden lassen vor einer Skischanze, was ein total tolles Erlebnis war, wo wir sehr viele begeisterte Zuschauer hatten. Insgesamt bei unserem Spiel waren 12.400 Zuschauer und es war einfach eine atemberaubende Kulisse, in Sachsen sowas erleben zu können und da sind wir auch sehr stolz drauf. Wir werden natürlich weiter positiv in die Zukunft schauen und weiter Good News produzieren für Sachsen. Hinter den Eispiraten steht ein junges Team an Medienleuten, an Bürokaufleuten, an Sponsoring-Leuten, die quasi auch die Wirtschaft betreuen und da haben wir einfach Lust drauf, den Standort voranzubringen und natürlich Sachsen auch immer positiv zu präsentieren. Wichtig ist, glaube ich, dass viele wissen sollten in der Region, dass wir Eispiraten oder an sich der Sport, der Mannschaftssport, gerade auch mit Teamsport Sachsen,
für einen Aufnahmesachsen werben. Wir sind letztendlich dafür da, junge Leute zu integrieren, Erwachsene zu integrieren. Und wir bei den Eispiraten betreuen da auch ein total tolles Projekt mit der Automobilbranche. Auch wenn das gerade ein schwieriges Thema ist, E-Mobilität, Mitarbeiter, Fachkräfte, das sind natürlich extrem schwierige Themen. Aber wir meistern das, glaube ich, gemeinsam. Wir stellen uns auch den Herausforderungen. Und das ist, glaube ich, was viele wissen sollten, dass der Sport nicht nur da ist, um den Sport abzubilden, sondern ist ein Thema für die ganze Gesellschaft. Wir unterstützen die Gesellschaft und das ist, glaube ich, was alle wissen sollten in Sachsen und natürlich auch in der ganzen Bundesrepublik. Mir gibt Hoffnung, dass Sachsen und gerade die Region, der Landkreis Zwickau, ein lebenswerter Raum ist. Wir haben eine extrem gute Infrastruktur. Es macht total viel Spaß, hier zu leben, auch wenn wir uns im ländlichen Raum befinden und wir natürlich unsere Schwierigkeiten haben, gerade bei uns im Sport, im Scouting, den großen Sportler aus der Welt hier in den ländlichen Raum zu holen und dafür zu begeistern, ist extrem schwierig. Aber wir haben natürlich auch extrem viele Vorteile. Wir sind im ländlichen Raum in einem sehr sicheren Raum. Wir fühlen uns total wohl. Wir haben das Thema gerade mit Kindern, mit Familien. Wir scouten im Bereich Familien. Also viele wissen gar nicht, dass wir nach Spielern schauen, die gerade in der Familiengründung sind, weil wir haben extrem gute Infrastruktur im Krankenhausbereich, im Verkehrsbereich. Und da macht es natürlich Sinn, auch viele Familien aus dem Ausland zu holen. Wir arbeiten oder scouten oftmals in Schweden, Finnland, USA, Kanada, wo unsere Spieler herkommen. Letztes Jahr waren das insgesamt 8 Nationen und wir haben jedes Jahr mindestens ein Eispiratenbaby in der Mannschaft, was hier in Werdau in der Bleisenthal-Klinik geboren wird. Und da sind wir auch stolz drauf, das mit zu unterstützen. Quasi auch viele Spieler, die hier in die Region kommen und sich hier niederlassen. Und das ist für uns natürlich ein extrem wertvoller Part. Was gibt mir weiterhin Hoffnung? Das ist natürlich das Thema auch wieder zurück. Wir haben aktuell die Zeit, dass wieder mehr Leute auch nach Sachsen zurückkommen. Wir hatten in den 90er Jahren extreme Abwanderung. Und im Moment finde ich es eigentlich auch ganz cool, dass gerade auch in meinem Alter viele zurückkommen, hier in die Heimat zurückkommen, sich hier niederlassen und einfach dafür sorgen, dass es auch wert ist, hier zu leben. Wir haben eine total schöne Landschaft, eine extrem tolle Kultur. Gerade auch in Grimmitschau haben wir eine extrem gute Geschichte, Historie im Textilbereich, wo wir auch sehr stolz darauf sind. Man sollte auch wissen, dass der Eishockeysport hier in Grimmitschau aus der Textilindustrie entstanden ist. 1920 haben die ersten Fabrikanten das Thema aus Kanada mitgebracht. 1927 ist das ganze Thema dann tatsächlich erst entstanden, das kanadische Eishockey, so wie wir das hier heute spielen. Und da sind wir auch sehr stolz drauf. Und wir pflegen auch die Textilindustrie natürlich in Gemeinsamkeit mit dem Profi-Eishockeysport. Und das ist auch ein extrem wichtiger Part hier für die Region, was es extrem lebenswert macht, hier zu wohnen. Ich wünsche den Menschen in Sachsen, dass wir uns weiterhin positiv entwickeln, dass wir gut mit dem Thema E-Mobilität, mit dem Thema Umwelt weiterhin gut umgehen, lernen damit umzugehen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, sich zu verändern. Es ist gerade so eine Zeit, sich zu verändern, sich zu öffnen für erneuerbare Energien, aber auch abzuwägen, was ist gut, was ist schlecht für uns. Und da hoffe ich, dass wir einfach als Sachsen einen guten Weg finden. Wir als Sachsen natürlich weiterhin zusammenhalten. Wir bekommen eine super Unterstützung auch auf Landesebene, auf lokaler Ebene, im politischen Bereich und hoffe einfach, dass wir da zusammenstehen, alle weiteren Aufgaben immer gemeinsam meistern und auch wenn wir vielleicht als Sachsen manchmal ein bisschen als mürrisch dastehen in der Öffentlichkeit, glaube ich, sind wir tolle Bürger, sind tolle Menschen, die einfach auch stolz sind in Sachsen und das ist auch ein wichtiger Part. Wir sollten weiterhin stolz auf unser Sachsen sein.